Heute gibt es das zweite Kapitel aus Fotografieren lernen für Anfänger. Und da geht es um Kaufberatung, Kaufempfehlung. Welche Kamera soll ich mir kaufen? Was ist aktuell am Markt? Was macht Sinn? Das macht vielleicht auch sogar für den einen oder anderen Sinn, der jetzt nicht gerade mit dem Fotografieren anfängt, sondern sich vielleicht auch Gedanken darüber macht, eine neue Kamera zu kaufen. Also jetzt ist ja sowieso gerade Weihnachten. Falls du selber gerade überlegst, meine Kamera-Kaufempfehlung siehst du jetzt gleich. Und natürlich gibt es auch heute wieder was im Adventskalender zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist einmal unten in der Videobeschreibung zu gucken. Erster Link, kannst du dich anmelden mit deiner E-Mail-Adresse und dann bist du automatisch in allen Verlosungen, die jetzt täglich noch kommen bis Weihnachten, auch mit dabei. Und heute gibt es zwei Lizenzen von Mailio Fotos. Das ist ein Programm, mit dem du von überall auf der Welt auf deine Fotos zugreifen kannst und die auch per Smartphone zum Beispiel auch deine RAW-Dateien herunterladen kannst. Und gleichzeitig kann man damit auch noch super eine Backup-Sicherung machen. Das heißt, selbst wenn mal irgendwann dein Haus abbrennt, was ich dir nicht wünsche, aber falls es passieren sollte, kannst du trotzdem noch mit dem Ganzen auf all deine Dateien zugreifen. Also quasi alle deine Fotos, deine komplette Bibliothek immer auf dem Smartphone mit dabei. Wie das genau funktioniert, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir hier oben nochmal. Ansonsten jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Video Kamerakaufempfehlungen. Let's go! Stefan, welche Kamera soll ich mir eigentlich kaufen für den Anfang? Diese Frage kriege ich sehr, sehr häufig gestellt und deswegen dachte ich mir, ist es auch gut, dieses Thema mit in diesen Anfängerkurs mit reinzunehmen. Und gleich die Frage vorneweg, du wirst in diesem Video von mir keine bestimmte Kameramarke oder auch kein bestimmtes Kameramodell hören, was du dir unbedingt kaufen sollst, denn das gibt es gar nicht. Aber bevor du jetzt enttäuscht bist, möchte ich dir die Gründe sagen und ich möchte dir vor allem viele Tipps geben, die dir dabei helfen werden, für dich ganz persönlich die richtige Kamera auszufinden. Es ist ja nun mal so, ähnlich wie es verschiedene Sportarten gibt und für jede Sportart unterschiedliche Ausrüstung nötig ist, ist es auch bei der Fotografie. Dort gibt es auch verschiedene Sparten der Fotografie und entsprechend braucht man da manchmal unterschiedliche Ausrüstung. Ja, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber so ein bisschen trifft er halt auch doch zu. Und genau deswegen kann ich halt keine bestimmte Kamera jetzt empfehlen, die für jeden immer optimal zugeschnitten ist. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Auswahl des Kamerasystems und der richtigen Kamera und so weiter natürlich noch mehr eine Rolle spielt, wenn du schon wirklich als Fotograf lange unterwegs bist, vielleicht sogar damit dein Geld verdienst, dann guckt man da noch ein bisschen eher drauf. Gerade im Anfängerbereich spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, welches Kamerasystem, welche Kameramarke oder welches Kameramodell du dir da kaufst. Ja, also das ist völlig nebensächlich. Die Kamera muss ein paar Punkte beherrschen. Die werde ich dir jetzt in diesem Video aufzeigen. Aber ansonsten ist es halt am wichtigsten, dass du dich damit wohlfühlst. Und was ich an dieser Stelle auch immer wieder betonen möchte, eine teurere Kamera macht nicht automatisch bessere Bilder. Das solltest du dir von Anfang an auf jeden Fall immer wieder auf die Fahne schreiben. Die besseren Bilder, die machst du als Fotograf. Ich kann ganz teure Kochtöpfe haben, ich kann sehr teure Messer haben und trotzdem bin ich nicht der beste Koch dadurch, sondern ich lerne stetig, lerne neue Rezepte, lerne mit Speisen umzugehen, lerne damit gut zu kochen. Und dann kann ich das auch mit einem 20 Jahre alten Kochtopf machen, aber das Essen wird am Ende trotzdem gut werden. Das Werkzeug, was du dazu benutzt, vereinfacht gewisse Sachen, aber es macht nicht automatisch bessere Ergebnisse. Kommen wir jetzt aber mal dazu, was es alles auf dem Kameramarkt eigentlich gibt. Und da muss man ja sagen, gibt es schon eine ganz große Auswahl. Es gibt zum einen erstmal ganz viele verschiedene Kameramarken. Und davon rede ich jetzt erstmal von den sogenannten Bodies, also von den Kameragehäusen. Wir haben natürlich auch verschiedene Objektive hier noch mit dabei und auch das ist immer wichtig zu beachten. Aber grundsätzlich erstmal guckt man mal auf den Markt, welche Kamerahersteller es eigentlich gerade so gibt. Ich zum Beispiel fotografiere, seitdem ich fotografiere, mit Nikon. Meine Mutter hat schon mit Nikon fotografiert und ich habe damals meine erste Kamera quasi von ihr übernommen. Und deswegen war ich von Anfang an bei Nikon und war auch immer sehr zufrieden mit dem System und bin deswegen auch bei Nikon immer geblieben. Ich hatte zwischendurch auch mal eine Canon-Kamera, muss aber sagen, dass mir das Nikon-System einfach besser gelegen hat. Und deswegen habe ich die Canon-Kamera irgendwann wieder verkauft. Wenn man jetzt den Markt mal so anguckt, ja, dann war es früher so, dass es da Nikon und Canon gab. Ja, das waren immer so die beiden großen Big Player. Inzwischen hat sich das Ganze sehr verschoben. Sony ist sehr, sehr groß geworden, hat sehr gute Kameras hergestellt
Und dann gibt es noch viele weitere Marken. Fujifilm zum Beispiel, Olympus, Leica, Phase One, ja, um mal auch ein paar Hersteller zu nennen, die wirklich teure Kameras herstellen. Aber das sind alles Marken, die man sich mal anschauen kann. Und mein erster Tipp für dich wäre, dass du dir wirklich mal die verschiedenen Systeme anguckst und da auch wirklich mal in den Kameraladen gehst, dir das nicht nur im Internet anschaust, sondern wirklich geh in den Laden rein, geh wirklich in ein Fotofachgeschäft rein und nimm mal verschiedene Kameras von verschiedenen Herstellern in die Hand. Zum Beispiel bei Nikon ist es so, die Anordnung in den Gehäusen ist eigentlich immer dasselbe. Und mir geht es jetzt im ersten Schritt mal darum, dass du dir so eine Kamera von verschiedenen Herstellern mal in die Hand nimmst und einfach mal guckst, wie so die Anordnung der Knöpfe ist, macht es für dich Sinn, kannst du damit gut umgehen. Als Beispiel, bei Nikon habe ich zum Beispiel hier vorne einmal ein Einstellrad und hier hinten ein Einstellrad. Ich komme damit sehr gut klar, weil ich sowohl mit dem Daumen als mit dem Zeigefinger hier an diesen Einstellrädern hin und her drehen kann. Canon zum Beispiel hatte schon lange das System immer, dass sie hier oben ein Einstellrad haben. Damit bin ich persönlich nicht so gut klargekommen. Andere finden es ganz gut, wenn das Einstellrad hier oben ist. Aber das ist, wie gesagt, persönlicher Geschmack. Und deswegen nimm dir verschiedene Kameras von verschiedenen Herstellern in die Hand und gucke einfach mal, wie du die Anordnung der Knöpfe findest, ob das für dich alles Sinn macht, wie dir die Kamera in der Hand liegt. Ja, also das Haptische, das ist erstmal das Wichtigste, dass du dich wohlfühlst, wenn du eine Kamera in der Hand hast. Die nächste Frage, die du dir stellen solltest, ist, spielt Gewicht und Größe der Kamera eine Rolle? Die aktuellen Kameras, da geht es ja eher wieder so ein bisschen in den Trend rein, alles ein bisschen kompakter zu machen. Viele Fotografen sagen inzwischen, ja, sie tendieren eher wieder dazu, anders als früher, zu kleineren Kameras zu tendieren, alles ein bisschen leichter zu machen, es ist alles ein bisschen angenehmer. Früher war es so, da wollten alle möglichst große Kameras haben, die müssten schwer an der Hand liegen. Ja, gerade Pressefotografen sagen das auch heute noch, das ist ja auch ein bisschen was anderes. Ne? Also die wollen große Gehäuse haben, die gut in der Hand liegen. Ich zum Beispiel gehe relativ viel wandern. Ich möchte was Kleines und Handliches haben. Ich möchte was haben, was gut funktioniert, aber ich möchte trotzdem was Kleines haben, was gut in den Rucksack passt und es sollte auch leicht sein, weil wenn ich viele Kilometer damit unterwegs bin, dann geht das irgendwann schon richtig auf den Rücken und da zählt am Ende tatsächlich jedes Gramm. Und jetzt gibt es ja zwei unterschiedliche Systeme. Es gibt ja einmal die sogenannten DSLR-Kameras. Ja, das ist hier zum Beispiel so eine, also eine mit Spiegel. Und es gibt inzwischen die spiegellosen Kameras. Das ist so die etwas neuere Generation. Ich habe mal mit einer DSLR-Kamera angefangen und bin inzwischen bei dem spiegellosen System von Nikon gelandet. Einfach, weil die Gehäuse ein bisschen kleiner geworden sind und weil es auch einfach insgesamt ein bisschen leichter geworden ist, auch mit den Objektiven. Und das hat für mich die entscheidende Rolle gespielt. Ich bin zwar bei Nikon geblieben, habe aber theoretisch jetzt mal einen Systemwechsel vorgenommen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen geguckt hast, welche Kamera dir gut in der Hand liegt, dann kann man ja auch bei den Herstellern mal so ein bisschen gucken, ob es da Einsteigermodelle gibt oder ob man gleich mit was Fortgeschrittenem anfangen möchte. Ich würde dir empfehlen, such dir erstmal ein Einsteigermodell raus. Und vielleicht muss das auch nicht unbedingt eine komplett neue Kamera sein, sondern vielleicht findest du ja was auf dem Gebrauchtmarkt. Wenn du dir natürlich schon sicher bist, du möchtest unbedingt mit der Fotografie durchstarten, dann kannst du natürlich auch dir ein neues Kameramodell kaufen, wenn du das möchtest. Aber wenn du dir vielleicht noch unsicher bist und erstmal reinschnuppern möchtest in das ganze Thema, dann schau doch mal wirklich nach einer gebrauchten Kamera, ein Einsteigermodell, was wenig kostet am Anfang. Weil ganz klar ist, Fotografie ist teuer. Und Fotografie wird auch gefühlt immer teurer. Also die Kameras kosten viel Geld, die Objektive kosten viel Geld. Das hast du dir also so ausgesucht, dass du da auf jeden Fall ein teures Hobby hast. Und entsprechend sollte man immer so ein bisschen gucken, wo man vielleicht ein bisschen sparen könnte. Wichtig ist natürlich neben dem Kameragehäuse auch noch, dass du Objektive hast. Und da ist es auch ganz wichtig, wenn du jetzt dir einen Kamerahersteller aussuchst, dass du einfach mal guckst, was gibt es für das System für Objektive. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Wie viele Objektive sind von dem eigentlichen Hersteller vorhanden? Oder gibt es auch vielleicht Hersteller, Dritthersteller, die für das Kamerasystem Objektive herstellen? Weil nicht jedes Objektiv passt auf jede Kamera. Also ich könnte jetzt nicht einfach so ein Canon-Objektiv auf ein Nikon-Gehäuse packen. Da gibt es inzwischen auch Möglichkeiten, ja, mit verschiedenen Adaptern zu arbeiten. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass du gucken solltest, dass dein eigener Hersteller von deinem Kameragehäuse, was du dir ausgesucht hast, auch entsprechend Objektive anbietet, die du für deinen Zweck brauchst. Bist du Landschaftsfotograf? Dann fotografierst du vielleicht eher mit was Weitwinkligen. Da solltest du mal gucken,
hat dein Kamerahersteller, den du dir ausgesucht hast, auch entsprechend ein schönes Weitwinkelobjektiv. Oder fotografierst du eher Sportler, Wildlife, dann brauchst du auf jeden Fall was mit langer Brennweite. Gibt es sowas in deinem Kamerasystem, was du dir ausgesucht hast? Oder aber gibt es Dritthersteller, wie zum Beispiel Sigma, die ja auch wirklich tolle Objektive herstellen für andere Kamerahersteller. Also auch dort informier dich mal ein bisschen, was es da so gibt. Wenn du selber noch nicht so die Ahnung davon hast, dann geh, wie gesagt, in ein Kamerafachgeschäft. Die Leute dort können dich extrem gut beraten. Ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich als nächstes zu sprechen kommen möchte, ist, die Kamera, die du dir aussuchst, sollte manuell einstellbar sein. Man sollte also einen manuellen Modus auswählen können, wo du selber die Blende und die Verschlusszeit und den ISO-Wert einstellen kannst. Darauf sollst du auf jeden Fall achten, damit du wirklich kreativ werden kannst. Wir werden in diesem ganzen Kurs sehr viel darüber sprechen, im manuellen Modus zu fotografieren oder zumindest in Halbautomatiken, wo die Kamera aber nicht alles macht, sondern wo du möglichst viel selbst von den Einstellungen bestimmst. Und diese Voraussetzung sollte dein Kamerabody auf jeden Fall haben, dass du in einem manuellen Modus fotografieren kannst. Außerdem würde ich dir empfehlen, auch ein Kamerabody zu nehmen, wo kein festes Objektiv dran ist, sondern wo du wechselbare Objektive dran schrauben kannst. Da gibt es auch Kameras natürlich, Kompaktkameras, die haben ein festes Objektiv dran. Kann man auch machen, aber ich bin da kein großer Freund von. Und wenn du dich wirklich ernsthaft mit der Fotografie auseinandersetzen möchtest, solltest du dir einen Kamerabody aussuchen, wo du deine Objektive wechseln kannst. Außerdem solltest du dich ein bisschen darüber informieren, ist dein Kamerahersteller wetterfest? Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Ich will nicht behaupten, dass die sehr groß sind, aber zum Beispiel Nikon ist sehr dafür bekannt, wetterfeste Kameras herzustellen. Da muss ich jetzt mal wirklich eine Lanze für Nikon brechen. Ich habe schon oft zum Beispiel von vielen Leuten gehört, die Sony-Kameras benutzen, dass da öfter mal das Display kaputt geht, wenn die Kamera viel im Regen steht. Vielleicht hat sich das inzwischen auch geändert, aber zumindest war es damals mal so ein kleines bisschen ein Problem. Bei Nikon zum Beispiel, die Kameras standen schon so viel im Regen, unter Wasserfällen und so weiter. Also da ist echt viel Wasser dran gekommen, da ist noch nie was passiert. Das ist natürlich immer ein kleines Argument für mich auch gewesen, zu Nikon zu gehen, aber weil ich auch Landschaftsfotograf bin und die Kamera in extremen Wettersituationen benutze. Wenn du zum Beispiel im Studio fotografierst, dann ist das ja wieder was komplett anderes. Dann ist es völlig egal, ob so eine Kamera wetterfest ist oder nicht. Deswegen, das ist auch das, was ich meinte am Anfang des Videos, es ist schwierig für jeden die perfekte Kamera herauszufinden. Das musst du für dich selber so ein bisschen herausfinden, welche Kamera dann tatsächlich auf dich persönlich passt. Ich kann dir hier nur verschiedene Tipps und Fragen mit auf den Weg geben, einen kleinen Fragenkatalog, den du dir dann auch selber so ein Stück weit beantworten musst und dir damit deine Kamera dann perfekt raussuchen kannst. Ein weiterer Punkt, den du dich fragen solltest, ist mein Kamerasystem, worauf ich mich einlasse, zukunftssicher? Also geht es der Firma gerade aktuell gut oder ist es absehbar, naja, die Firma könnte vielleicht auch in 2 Jahren pleite sein und dann gibt es da keinen Nachschub mehr, dann kann ich da nicht ewig in dem Kamerasystem drinbleiben, wenn ich mal irgendein Upgrade machen möchte und so weiter. Auch da sollte man sich vorher so ein bisschen informieren. Zum Beispiel Sony ist gerade richtig am Abgehen. Also Sony hat ein Kamerasystem, das ist auf jeden Fall zukunftssicher. Bei Nikon sah es tatsächlich vor 1-2 Jahren mal so ein bisschen kritisch aus. Inzwischen haben sie, glaube ich, einigermaßen die Kurve bekommen. Aber trotzdem war ich mir da auch so ein bisschen unsicher, naja, wie lange könnte Nikon noch am Markt sein? Da einfach auch mal so ein bisschen gucken, da kann man sich ja auch verschiedene Quartalszahlen anschauen und einfach mal so ein bisschen googeln, wie es der Kameramarke gerade so ein bisschen geht, wenn man das langfristig machen möchte. Denn ich sage immer wieder, ein Systemwechsel, das heißt, wenn man wirklich mal dann sagt, man verkauft die Kamera und alle Objektive, die man dazu hat, um sich was Neues zu kaufen, ist immer relativ teuer. Gerade so eine Objektive sind, den Wert angeht, bleiben die relativ stabil, aber ein Kameragehäuse wird natürlich mit der Zeit, mit der Abnutzung dann halt auch nicht mehr so viel einbringen. Deswegen ist ein Systemwechsel eigentlich immer relativ teuer und sollte man nicht unbedingt relativ häufig machen. Dann gibt es noch die Frage APS-C oder Vollformat. APS-C hat einen etwas kleineren Sensor und Vollformat einen etwas größeren Sensor. Ich sage immer so, am Anfang reicht eine APS-C-Kamera aus. Die sind immer erstmal ein bisschen günstiger, sie haben einen etwas kleineren Sensor. Bei einer Vollformatkamera ist der Sensor etwas größer, das Rauschverhalten ist ein bisschen besser. Aber grundsätzlich, wenn du mit der Fotografie anfängst, reicht eine APS-C-Kamera, die etwas günstiger ist, erstmal komplett aus. Der Unterschied zwischen APS-C und Vollformat, das klären wir auch später nochmal in verschiedenen Videos. Grundsätzlich kann ich dir empfehlen,
Wenn du erstmal einsteigen möchtest in die Fotografie, reicht eine APS-C-Kamera vollkommen aus. Wenn du weißt, okay, ich möchte das eh wirklich richtig betreiben als ambitionierter Hobbyfotograf oder vielleicht sogar mehr, dann durchaus auch eine Vollformatkamera. Und die letzte Frage, die du stellen musst, wie viel Budget hast du eigentlich? Ja, das spielt gerade jetzt auch APS-C oder Vollformat voll in die Karten. Hast du genug Geld und plan das Ganze vor allem auch ein bisschen? Denn es ist, wie gesagt, nicht nur mit der Kamera, mit dem Kameragehäuse getan, sondern du brauchst auch Objektive dazu. Du brauchst noch vielleicht einen extra Akku, du musst Speicherkarten kaufen. Vielleicht musst du dir irgendwann mal einen Blitz dazu kaufen, wenn du das brauchst. Du musst dir ein Stativ vielleicht dazu kaufen, wenn du das brauchst und so weiter. Also es ist nicht nur mit der Kamera an sich getan, sondern du brauchst drumherum dann halt auch noch so ein bisschen extra Equipment. Und das sollte man alles in so eine Budgetfrage mit einplanen von Anfang an. Wie viele Objektive brauchst du? Brauchst du verschiedene Objektive oder reicht erstmal ein Objektiv am Anfang? Das sind alles so Fragen, die man sich mal stellen muss. Und dann solltest du ein bisschen recherchieren, solltest du dir mal eine Liste machen, was benötigst du. Gerade am Anfang reicht es wirklich, eine Kamera, ein Objektiv erstmal anfangen, aber auch so für die Zukunft geplant. Nicht, dass du jetzt dein gesamtes Budget dafür ausgibst und dann am Ende gar nichts mehr hast und vielleicht aber noch ein zweites Objektiv bräuchtest irgendwann mal, dann ist das natürlich auch blöd. Also diese Budgetfrage ist natürlich eine ganz zentrale Frage und da solltest du dir auf jeden Fall dein Limit setzen und dann mal eine Liste machen, was brauche ich auf jeden Fall am Anfang, was könnte ich vielleicht noch brauchen, und dementsprechend auch deine Entscheidung fällen. Du siehst also, es sind eine ganze Menge Fragen. Und diese ganzen Fragen, die solltest du für dich einfach selber erstmal beantworten und dann damit auch mal in ein Kamerafachgeschäft gehen. Schau dir die verschiedenen Kameras an, spreche mit jemandem, der sich dort auskennt und zeig dem auch mal deinen Fragenkatalog und die Antworten dazu. Und dann kann der dir auf jeden Fall auch entsprechend weiterhelfen. Das war es erstmal zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir damit so ein kleines bisschen helfen. Und diesen Fragenkatalog, diese Checkliste, die habe ich dir auch als PDF in den Kurs nochmal mit angehängt. Ich wünsche dir jetzt also ganz viel Spaß beim Aufsuchen deiner ersten oder vielleicht zweiten Kamera und hoffe, dass du die richtige Entscheidung triffst. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Die Videoserie Fotografieren für Anfänger wird demnächst wieder fortgesetzt. Und an dieser Stelle nochmal kurze Erinnerung, du kannst Maglio-Fotos gewinnen. Das ist heute in der Verlosung. 2 Stück, also 2 Gewinner wird es geben. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast für den Adventskalender, dann einfach mal unten erster Link in der Videobeschreibung checken. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.